Willkommen hier aus dem hohen Norden. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, weiter geht hier die Wilde Hatz mit ein paar kleinen Übungen. Und zwar heute ein paar Kurzformaufgaben. Kurzformaufgaben, davon gibt es ja eine ganze Menge in der Prüfung. Und die sind zwar alle an sich nicht sehr schwer, aber man braucht doch für die ein oder andere Aufgabe ein bisschen so Spezialwissen, sprich, wie forme ich eine Gleichung um oder wie war nochmal die Formel für die Fläche eines Quadrats und so weiter. Also nicht ganz so einfach, aber gut, ihr seid ja jetzt hier dabei und übt das ein bisschen und von daher ist doch alles prima. Ne? Viel Spaß dabei, schaut euch das mal an und guckt mal, ob ihr die eine oder andere Aufgabe ja, lösen könnt. Tja, los geht's hier weiter mit Kurzformaufgaben. Und zwar haben wir jetzt hier die Aufgabe 17, A17. Hier steht, 100 Bausteine sollen auf 5 nebeneinander liegende Stapel aufgeteilt werden. Aha, und jetzt habe ich hier Stapel 1 und bei Stapel 1 ja, steht nichts. Dann steht, wir haben 18 Bausteine Stapel 2, 20 Bausteine hat der Stapel 3 und der Stapel 4 besteht aus 22 Bausteinen. Stapel 5, ja, zack. Wissen wir auch nicht, was wir da machen sollen. Was würdet ihr sagen? Also ich schätze mal, diese Aufgabe ist gar nicht so schwer, weil man guckt sich zunächst einmal diese drei Zahlen an. Und wenn man diese drei Zahlen sieht, entdeckt man, glaube ich, sofort ein System, ja, also 18, 20, 22, Moment, das ist ja immer plus 2, ja, 18 plus 2 ist 20, 20 plus 2 ist 22, wie müssten denn dann die anderen beiden Zahlen aussehen, testen wir das mal, dann wären das ja hier 24 und das wären 16. So, was muss man jetzt nur noch machen? Man muss alle Zahlen zusammenrechnen, mache ich mal eben, also 16 plus 18 plus 20 plus 22 plus 24 ist 100. Das heißt, ich habe hier 16 plus 18 plus 20 plus 22 plus 24 gleich 100. 100 Steine sind es ja auch insgesamt. Und ich würde sagen, damit haben wir die Aufgabe hier auch gelöst. Aufgabe 18. Hier haben wir Aufgabe 18. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt Tangens Alpha gleich 1. Gib an, wie groß dann der Winkel Alpha ist. Ja, also ich würde mal so sagen, hättet ihr jetzt einen Taschenrechner, dann wäre die Sache relativ einfach. Ja? Wenn man einen Taschenrechner benutzen darf und man hätte dann Tangens von Alpha gleich 1 und man möchte das nach Alpha auflösen, was muss man dann rechnen? Richtig, Tangens hoch minus 1. Ja, Arcus Tangens sozusagen. Wenn ich das mache, wenn ich also in meinen Taschenrechner jetzt, wenn ich diese Funktion habe, dann würde das dann Tangens hoch minus 1 von 1 bedeuten. Und wenn ihr das ausrechnet, dann kommt die Lösung raus, die ich jetzt noch nicht verrate, denn wir dürfen ja hier keinen Taschenrechner benutzen. Ich weiß natürlich schon, was rauskommt. Was wichtig ist, wenn ihr das in eurem Taschenrechner rechnet, dann müsst ihr darauf achten, ob ihr Bogenmaß oder Gradmaß eingestellt habt. Habe ich oft erklärt in vielen anderen Videos. Machen wir jetzt hier nicht weiter, weil ist ja auch praktisch Hilfsmittel frei. So, also was mache ich jetzt zuerst? Ich zeichne mal ein rechtwinkliges Dreieck auf. So, jetzt machen wir mal zack. Wir machen zack und wir machen zack. Ein rechtwinkliges Dreieck. Hier ist der rechte Winkel. So, und jetzt habe ich hier einen rechten Winkel und der Winkel Alpha ist 1. Tangens Alpha. Okay, wir können mal sagen, meinetwegen hier ist Alpha, dann wäre hier Beta. Ich muss hier etwas über den Tangens wissen, sonst komme ich nicht weiter. Was ich wissen muss, ist, dass Tangens eines Winkels ist Gegenkathete durch Ankathete. So, Gegenkathete durch Ankathete. Was bedeutet das? Das würde ja hier in unserem Beispiel bedeuten, wenn Alpha jetzt hier ist, dann ist das die Gegenkathete und das die Ankathete. So. Und Gegenkathete durch Ankathete soll 1 sein.
Da soll ja 1 rauskommen. Jetzt habe ich ja überhaupt gar keine Zahlen hier und ihr fragt euch sicherlich, ja, wo soll ich denn wissen, Ankathete, Gegenkathete, wie groß sind die vielleicht? Ich habe doch gar keine Ahnung. Es ist da irgendwie nur die 1 da. Ja, aber was für Zahlen? Denkt euch mal 2 Zahlen aus und teilt die mal. Und zwar so, dass da 1 rauskommt. Was muss ich für 2 Zahlen haben, damit, wenn ich die teile, 1 rauskommt? Wenn ich irgendwelche Zahlen nehme, meinetwegen 8 durch 2, dann ist das nicht 1, sondern 4. Wann käme da 1 raus, wenn die Zahl im Zähler genauso groß ist wie im Nenner? Dann kommt da immer eine 1 raus. Das würde bedeuten, wenn der Tangens des Winkels 1 ist, muss die Gegenkathete genauso groß sein wie die Ankathete. Und wenn die beiden Seiten gleich groß sind, dann habe ich ein gleichschenkliges Dreieck. Und ein gleichschenkliges Dreieck bedeutet, dass auch die beiden Winkel dann gleich groß sind. Und wenn der Winkel 90 Grad ist und das Dreieck insgesamt 180 Grad hat, das muss man auch wissen hierfür, dann müssen die anderen beiden zusammen auch 90 Grad sein. Und wenn sie dann auch noch gleich groß sein müssen, 90 durch 2, 45. Wunderbar, 45 Grad. Und ich würde mal sagen, das ist nicht ein Punkt wert, das ist mindestens 5 Punkte wert. Ja, was man hier zu wissen muss, ist doch eine ganze Menge und man muss doch so ein bisschen, ja, von hinten durch die Brust ins Auge denken. Ne? Also ist, finde ich, gar nicht so einfach. Für einen Punkt, nö, da hätte ich auf jeden Fall 2 oder 3 für vergeben. Ja, jetzt haben wir hier Aufgabe 19. Aufgabe 19. Gegeben ist der Term a minus 1 durch a plus 1. Oh, schon wieder schöne Buchstaben in einem Bruch. Ne? Hand hoch, wer das richtig findet. Ne? Ich sehe schon, wie die Hände alle hochgehen. Gib an, für welches a der Wert des Terms gleich 0 ist. Okay, gucken wir uns das mal an. Also wir haben hier a minus 1 durch a plus 1. Und der Wert des Terms soll 0 sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass hier 0 rauskommen soll. Ja, jetzt kann man natürlich hier rumprobieren. Ihr könnt sagen, okay, ich kann ja mal eine 3 einsetzen oder eine 2 einsetzen oder sowas. Wahrscheinlich kommt ihr durchs Probieren auch auf die richtige Lösung. Aber wir wollen es mal anders machen. Und zwar ein Bruch 0. Wann ist ein Bruch 0? Da war doch was mit Brüchen und 0. Also eins schon mal vorweg. Der Nenner, der darf nicht 0 sein. Wenn der Nenner 0 ist, kommt da nichts raus. Dann habt ihr einen, wenn ihr das in euren Taschenrechner eingibt, einen mathematischen Fehler. Ich kann nicht durch 0 teilen. Ne? Und für diejenigen, die jetzt denken, wieso 4 durch 0, ist das nicht 4? Nee, 4 durch 1 ist 4. Ja? Und 4 durch 0 ist nicht 0. Ja? Denkt dran, was das bedeutet, der Bruchstrich. Der heißt ja teilen. Ne? Wir hatten es auch mit der Aufgabe gerade, wie oft passt das eine in das andere. Ja? 12 durch 4 ist 3. Bedeutet, wie oft passt die 4 in die 12 dreimal. Aber hier würden wir dann beantworten, wie oft passt die 0 in die 4. Es ergibt keinen vernünftigen Sinn. Und deshalb hier im Nenner darf niemals eine 0 stehen, ja, verboten. Aber, und das ist erlaubt, im Zähler darf eine 0 stehen. Und wenn im Zähler eine 0 steht, ja, also 0 durch 4, dann ist das 0 wunderbar. Das heißt, jetzt wissen wir, oh, wenn der Zähler 0 ist, dann ist der Bruch 0. Das ist cool. Jetzt muss ich nur gucken, wann ist denn hier unser Zähler 0? Denke ich mal, kein Problem. Ja, wenn man für a eine 1 einsetzt, 1 minus 1 ist 0, unten steht dann 1 plus 1, also 2, dann hätten wir insgesamt 0 durch 2. Der Zähler ist 0, damit ist der gesamte Bruch 0 und damit hätte ich herausgefunden, dass a 1 sein muss. Wunderbar. Ja, das war's für dieses Video. Ein paar Kurzformaufgaben. Und ja, oder haben wir noch was? Habe ich noch irgendwas hier? Wir können eine kleine Zusatzaufgabe einbauen. Boom, ich baue eine kleine Zusatzaufgabe ein. Nochmal hier zur letzten Aufgabe zu A19. Machen wir jetzt mal
A20 Sonderedition. Und zwar kleine zusätzliche Aufgabe. B plus 2 durch 3 minus B. Was muss hier für, also wie groß muss hier B sein, damit der Wert des Bruches 0 ist? Ja, gleiche Aufgabe wie gerade. Ja. Ihr erinnert euch, der Zähler darf nicht 0 sein, der Nenner darf nicht 0 sein, also das hier darf nicht 0 sein. Ich muss mich um den Zähler kümmern. Wann ist der 0? Dann könnte ich jetzt auch schreiben, ich greife mir also nur den Zähler raus und schreibe einfach nur b plus 2 gleich 0. Wann ist das der Fall? Fragezeichen. Und jetzt habe ich hier eine Gleichung, die ich nach b auflösen kann. In dem Fall würde ich minus 2 rechnen. Dann hätte ich b gleich minus 2 und das wäre hier auch meine Lösung. Ja? So könnt ihr auch kompliziertere Aufgaben, also wenn der Zähler hier oben komplizierter ist, könnt ihr diese Aufgabe lösen, indem ihr einfach den Zähler getrennt gleich 0 setzt und das dann auflöst, nach, in dem Fall hier zum Beispiel nach b. Ja? Also einfach nur den Zähler als Gleichung aufschreiben, Zähler gleich 0 und dann auflösen nach der Variable. Okay, das war's jetzt aber. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.